Ist in Ordnung, Schatz. Sebastian gehört hierher. Was weißt du genau? Ja, vielleicht. Ich wollte nur sagen, ich habe auf ihn aufgepasst. Und ich habe gut auf ihn aufgepasst. Ihr habt da vorhin einen völlig falschen Eindruck bekommen. Sebastian und ich, wir beide sind wie ein richtiger Vater und ein richtiger Sohn zusammen. Obwohl wir uns so lange nicht gesehen haben. Das ist alles noch da, Angelika. Er ist doch unser Sohn. Okay. Weißt du was? Bernd wird dir was zeigen. Ich komme gleich nach. So. Guck, das war mal mein Büro. Habe ich für dich neu einrichten lassen, neu streichen. Das Bad ist auch klasse, musst du mal angucken. War früher mal so eine Rumpelkammer. Das habe ich jetzt extra für dich neu fließen lassen und hier diese Dusche rein gemacht. Und dann bist du hier separat von uns, weißt du? Hast du hier dein eigenes kleines Reich. Tja, und jetzt zeige ich dir mal was Tolles. Das habe ich von einem Kollegen bekommen für dich. Das neue Star Trek-Poster. Star Wars. Achso, naja. Hier, dein Computer ist auch schon eingerichtet, meine Anlage. Da habe ich die einfach mal stehen lassen, hat 2x 140 Watt. CDs kannst du bei mir unten brennen. Und jetzt kommt's. Schau mal. Rollerblades. Mhm. Gibt's hier eine richtig klasse Strecke. Um See rum. Ich habe auch welche, können wir zusammen laufen. Hm? Wenn, dann fahr ich Skateboard. Ach komm, das ist doch viel geiler. Mit denen kannst du viel schneller laufen. Die sind wendiger, bequemer. Na, für ältere Herren bestimmt ganz praktisch. Mensch, Sebastian. Hey, merkst du nicht, dass ich auf dich eingehen will? Mensch, Bernd. Merkst du nicht, dass du hier nicht den Papa spielen musst? Darum geht's überhaupt nicht. Also pass mal auf. Findest du nicht, wir sollten uns zusammenreißen? Deiner Mutter zuliebe, hä? Da hätten wir doch alle was davon. Lässt sich denn öfter ran, oder wie? Na, ihr zwei? Da hat er noch toll gemacht für dich, Bernd hat extra sein Büro unten in den ersten Stock verlegt. Und sogar im Badezimmer hast du mit dran. Gefällt's dir? Mhm. Du, wir freuen uns, dass du wieder da bist.